Die Leipziger am Anstoß. Orban. Klostermann. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt kann er den Ball reinbringen. Kein Problem für den Torhüter. Polter. Ja, da gehen sie sofort drauf, holen sich den Ball. Lukas Klostermann ist das. Klostermann jetzt. Was macht er draus? Klasse durchgesetzt. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Wir sehen, was sie da vorhaben. Sie wollen in den Rücken der Abwehr, wollen diese schnellen Pässe spielen, wollen auch das Tempo vorne nutzen. Ja, aber in der Szene war zu viel Tempo drin. Der Vorstoß kam zu früh und klar, das war Abseits. Yusuf Paulsen. Klar, das ist Abseits. Sie sind ein wenig selber schuld. Weil sie zu hastig waren. Da müssen sie abwarten, bis wieder alle aus dem Abseits raus sind. Aber dann kommt dieser Pass. Das ist ärgerlich. Das könnte was werden jetzt. Jetzt bin ich gespannt, wie er entscheidet. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Er versucht es einfach mal, aber ohne Erfolg. Große Distanz, dann trotzdem so ein klasse Ball, fast das Tor. Das war ganz knapp. Ein richtig gut geschossener Freistoß. Und da sieht man deutliche Erleichterung in einigen Gesichtern. Da fehlte wirklich nicht viel. Orban. Amadou Haidara. Und da klingelt es zum ersten Mal in diesem Spiel. Wir sehen es in dieser Wiederholung. Das ist Wille pur. Und so macht er das Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Orban. Emil Forsberg. Leipzig über außen. Jetzt hätte er Platz zum Flanken. Amadou Haidara, gehalten. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Oh, da geht er vorbei. Ball wird abgeblockt. Da wäre Platz für den Konter. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Yusuf Paulsen. Emil Forsberg. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. So, der Ball war natürlich mehr oder weniger harmlos, aber die Parade vorher, Buschi, die war richtig, richtig gut. Ja, da hat sich der Torhüter ein Sonderlob verdient. Ganz starke Szene. Ball fliegt hoch ein. Macht er gut. Gute Aktion jetzt. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation, Gefahr bereinigt. Klasse Ball gewinnen, vielleicht machen sie jetzt was draus.
Tyler Adams. Leipzig über außen. Da ist der Ball an den langen Pfosten. Sie können klären. Gehalten war aber auch kein Kopfball, der hier für echte Gefahr hätte sorgen können. Ja, das war alles in allem eher schwach. Elvis Redzepi. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Chance zur Flanke jetzt. Tja, das war keine gute Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Amadou Haidara. Riesenchance. Tor für Leipzig. Nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen, der Keeper wird im kurzen Eck überwunden. Das wird ihn ärgern. Also das Ding war haltbar. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Beide wollen natürlich diesen Ball. Geht dazwischen. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Anthony Lucia. Kulaji, da macht er sich ganz lang. Orban. Beim Ballbesitz hat RB Leipzig im bisherigen Verlauf des Spiels Vorteile. Und wenn du diese Überlegenheit dann so gut, so exzellent in Torgefahr... Oh, jetzt haben sie die Chance. Der Ball ist drin, aber die Fahne ist oben. Das ist abseits. Ah, und das war richtig knapp. Das war eng. Wir sehen es. Sie können es nicht fassen, aber ja, war abseits. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Christopher Nkunku. Jetzt die Hereingabe. Da können Sie klären. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Sie wollen das Tor jetzt hier erzwingen und stellen auf lange Bälle um. Ich bin gespannt, ob sie so erfolgreich sind. Jetzt wird's interessant. Sie werfen ihre bisherige Taktik komplett über Bord und drängen auf das gegnerische Tor. Lange Bälle und alle Mann nach vorne. Ball, jetzt die Chance. Zu früh gestartet, es gibt Abseits.
Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Macht er gut. Das war kein guter Kopfball, klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut, sind dicht daneben dran, den Konter kaum besser machen. Elvis Redzepi. Klasse Szene hier von Lukas Klostermann. Der war nicht leicht zu spielen, aber das war richtig, dass er es versucht. Das könnte eine Gelegenheit werden. Elvis Redzepi. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Toller Pass. Emil Forsberg. Der Torwart war da nicht gefordert. So richtig war das Tor in der Szene nicht gefallen. Und jetzt wird auf beiden Seiten gewechselt. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Hereingabe auf den langen Pfosten. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Den Ball hat er. Eduard Löwen, Gerrit Holtmann. Könnte gefährlich werden, guter Steilpass. Den hat er ganz stark pariert. Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Gleich wird hier ausgewechselt. Kommt rein. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Forsberg. Und das ist der Schlusspfiff. Leipzig holt sich hier also den Sieg. Sie holen sich hier einen schönen Ligasieg. Auch in dieser Höhe vollkommen verdient. Sie waren die eindeutig bessere Mannschaft. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen.